Das Ding ist halt, mit Fett ist man zwar ein bisschen schneller, aber wenn man ein leichtes Auto hat, ist man auch schneller. Also es ist so eine Relativierungssache, würde ich behaupten. Mit ERS ist man deutlich schneller immer, finde ich. Der DRS bringt mega viel, also ERS meine ich, bringt mega viel. Ich hab so das Gefühl, du bist schneller als ich. Fährst du ERS oder so? Habe ich gerade auf hoch, ja. Also ich fahre ein bisschen schneller als du, aber bleib mal. Ich habe zwar jetzt DRS, aber mein DRS ist jetzt auch aus. Und ich muss irgendwie auch gleich noch auf Mager fahren. Ich bin gleich bei minus eine Runde. Also war schon noch die besseren Chancen ranzukommen da. Ich habe gerade mit Weiß einen grünen Sektor im letzten Sektor gefahren. Ja, grün fahre ich schon. Aber Lila habe ich leider nicht. Das wäre nochmal ein extra Punkt, falls wir in die Punkte kommen sollten, was echt gut wäre. Ja, das stimmt, das kann was ausmachen. Wir haben ja noch nicht so viele Punkte. Ja. Was ist im Aber die anderen Spiel? müssen halt noch an die Box, das ist halt das Gute. Stell mal ein bisschen zurück, du gibst gerade Vollgas, krass. Ja, ich fahre jetzt auf Mager. Oh no. Du musst ja. Band. Oh, what the Ah, fuck. orange. Du musst sowieso runterstellen, wollte ich sagen. Ah, das ist natürlich jetzt unpraktisch. Auf der linken Seite wichtig oder nicht? Ja, links ist scheiße. Du kannst es ausprobieren, aber rechts ist nicht so schlimm wie links. Ja, ich hoffe einfach auf Regen. Er hofft dann auf ihn. Gott, ey, da kommt mir doch alles hoch. Wetterbericht. 5 Minuten. Vielleicht hätte ich auch auf Gelb wechseln können. Hinter mir ist wer? Wer ist hinter mir? Russell. Überholst du gerade welche? Ja, die waren in der Box, zwei Stück. Ah. Bin jetzt 12. Platz. Ach, ich bin so dumm, Alter. Oh ja, es ist wieder aufgeladen, das ist nicht schlecht. Oh, das war nicht gut. Egal. Weiter geht's. Also da vorne ist halt ein Pulk, ne, wenn wir da hinkommen würden, aber es ist halt sau weit weg. Alter, das ist so häselig. Wieso Ich hab mega den leckt das Abstand zwischen hier? dem Pulk und mir, ist mega der Abstand. Wenn die alle in die Box gehen würden, dann wäre es krass. Alle Ich hoffe, dass sie instant. noch vorm Regen an die Box gehen, weil Ja, ansonsten sparen die jetzt, den jetzt, jetzt, Boxenstopp. jetzt. Aber sie gehen nicht. Jetzt wäre es mega passend. Sonst war unsere Taktik scheiße. Also jetzt fahren sie auf jeden Und ja, Fall keine nicht. Ahnung, dass eventuell der Regen so schnell kommt. Ja. Und nur eventuell. Also sie fahren alle noch weiter, aber wenn die einmal in die Box gehen Ja, würden, aber. dann wäre es für mich absolut nice. Alter, man muss so viel früher bremsen mit diesem scheiß Frontflügel. In jeder Kurve. In die Linkskurven sind echt. Also der linke Frontflügel, meine ich, ist echt für diese Kurven nicht so gut. Keine Ahnung, was das für Auswirkungen hat, was man da beachten muss. Aber er ist nicht gut. Und Albon ist einfach Er hat mir krass. gesagt, ich soll mich in den nächsten Minuten auf die ersten Tropfen einstellen. Können die bitte jetzt an die Box gehen? Also, es könnte jetzt jederzeit losgehen. Das wäre so scheiße, wenn die das checken. Aber ich finde es gut, dass es bei mir nicht laggt. Also, das hat irgendwas anderes an der Ursache. Könnte auch sein, dass meine Festplatte bald voll ist und deswegen leckt. Muss ich gleich nach dem Rennen nachgucken. Oh, okay, jetzt habe ich komplett rot, links und rechts. Diesmal bist du ein bisschen der Der Pechvogel. Frontflügel hängt kaum noch dran, sagt er mir. Diesmal bist du ein bisschen der Pechvogel. Ja, aber ich fahre so weiter. Und unsere Strategie haut, glaube ich, nicht so mega hin. Was mich natürlich ziemlich traurig macht. Wir erwarten bald Regen. Stell dich in den nächsten Minuten auf die ersten Tropfen ein. Okay, mir sagt er gerade auch bald Regen. Boah, Alter.
ich bekomme eine Verwarnung für diese Kollision, weil der Depp-Typ mir hinten reinfährt, genau. Depp-Typ? Russell. Muss halt 100 Jahre früher bremsen, dafür kann ich ja nichts. Also schon. Ja, aber kann er nichts. Aber ich kann es halt auch nicht anders fahren, machen, sonst war ich halt die 20. Runde mussten die fahren, hast du irgendwie gesagt, musstest du fahren oder so. Ja, mein Boxenstoppfenster wäre 21. Runde gewesen. Ja, vielleicht fahren die erst dann und da bis dahin ist schon Regen, das ist doch scheiße, Alter. Wenn wir den ERS-Einsatz runterdrehen, gewinnen wir mehr Energie zurück. Das ist doch nervig, oder? Ja, schon. Okay, sind welche an der Box? Ich hoffe, ich muss schnell genug sein. Du kannst sie gleich irgendwie noch aufhalten. Ich muss schnell genug sein, okay, ich bin in den Punkten, Platz 9. Und Platz 9, jetzt hat's geruckelt bei mir gerade. Nice. Alter, 20. Boah, dass mein Reifen da gerade nicht abgefallen ist, so viel Glück. Bitte Regen. Jetzt alle an die Box gehen, nicht Regen. Bitte erst an die Box und dann Regen. Ach so, ja, das stimmt. Aber ich muss auch mein Ding wechseln. Ja, ich weiß, du musst einfach sicher fahren. Ich kann dir ja dann aufhalten, wenn das funktioniert. Aber ja, wenn ich nicht rankomme, dann kann ich es nicht aufhalten. Dann schaffen wir mit viel Glück nur Punkte. Da bringt dir der Regen dann auch nichts. Ich glaube, ich bin im Regen schneller als die Bots. Ja, aber du bist so weit hinten auf der Schwierigkeitsstufe. Ja, das wird nicht hinhauen. Ja, ich weiß. Selbst für mich wird es ja schwierig, dann noch Punkte zu holen, wenn die jetzt den Boxenstopp sparen. Es wäre einfach gut, wenn das jetzt vielleicht echt 21. Runde der Zeitpunkt ist oder 22. wo sie gehen. Es bis dahin vielleicht allerhöchstens anfängt. Oh, Alter. Denn hier jetzt los. Vielleicht allerhöchstens anfängt bis dahin, aber man halt noch nicht auf Intermediates wechselt. Das Auto hinter dir fällt pro Runde um etwa 3 Zehntel zurück. Also es wäre echt so nice, wenn die gehen würden und dann Intermediates hier da. Okay, ich habe den ersten Tropfen gesehen. Es fängt an. Ja. Wetterbericht. Alter. Wetterbericht. 15 Minuten Leichtregen, dann Starkregen. Ja, ist halt die Frage, was ist leicht? Ich hoffe, man muss dafür Intermediates. Ja. Also wenn das DRS deaktiviert wird, ja. Ich weiß. Ja. Wenn das DRS deaktiviert wird, dann muss man mediert. Okay, es sind an der Box, es sind ein paar an der Box. Glaubst du, die wechseln? Kannst du drauf achten? Oder kannst du jetzt ja, ich sehe es gleich, wenn ich da hinfahre. Ob die auf grün wechseln? Glaube ich nicht, hoffe ich nicht. Auf weiß sind ein paar. Hey, bei mir schon mal auf gelb, die wechseln von weiß auf gelb, wie du. Ey, das ist gut. Ja, also die, was hier sind. Okay, Platz 6 bin ich. Jetzt müssen die anderen auch noch gehen. Deren Teammates quasi. Das war jetzt der erste Schub, jetzt muss der zweite gehen. Und dann fände ich Intermediates auch gut. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. In Regen bin ich halt nicht so gut eigentlich. Ja, es regnet ja auch schon. Ja, ich weiß, das ist ja das Problem. Aber ich, ja doch. Die sollen jetzt alle an die Box noch, die was da vorne sind. Und dann Intermediates. Weil das ist ja auch gut für dich dann im Endeffekt. Ja. Ich glaube, für den Moment fahren wir die richtigen Reifen. Okay, er sagt mir gerade, für den Moment sind das noch die richtigen. Ja, hat er mir auch gerade gesagt. Jetzt klingelt mein fucking Telefon, ohne Spaß. Kannst du mich gerade muten? Nee, ne? Nee. Weil ich schneid safe raus, wenn ich dann denk. Aber du, dran du nicht. Weil ich dann denk, sag ich. Ach so. Weil du safe nicht. Die Batterie ist
fast leer. Reduziere den ERS-Einsatz. Okay, die sind nicht an die Box gefahren. Das ist natürlich jetzt ultra häselig. Okay, spricht wenigstens keiner auf dem AB. Dann muss ich es auch nicht unbedingt rausschneiden. Boah, mir ist wieder so warm, ey. Warum fahren die nicht an die Box? Der Abstand zum Auto vor dir. Ich meine, mit meinem Platz wäre ich zufrieden, aber ich kann die halt für dich nicht aufhalten. Das ist so eine Scheiße. Mit dem Platz hier. Fahrer vor mir. Gibt keinen Fahrer vor mir offensichtlich. Nice. Wahrscheinlich sagt er jetzt so, ja, wir stellen dir den Frontflügel um. Das war so dumm. Ich glaube, das war in der Aufnahme, die wir weggeschmissen haben jetzt, ne? Ja. Da habe ich gesagt, ja, Boxenstopp. Und er so, ja, wir stellen dir den Frontflügel auf minus 1. Kein Ding. Das ist richtig gut. Du kannst ja auch nicht mehr rückgängig machen. Das wäre auch so eine gute neue Funktion, dass du einfach sagen kannst, ja, alle Sachen, was ich gerade eingestellt habe, zurücksetzen oder so. Ich weiß, dass dann irgendwann Starkregen kommt, du Bobo. Oder einfach so eine Information, so dass man sagt, so, nein. Nein. Box, hör auf. Mann, warum fahren die denn nicht an die Box, ey, das nervt mich gerade so hart. Was haben die denn hinter dir für, oder vor dir für... Ja, Even? Hinter mir und vor mir gelb. Aber ich weiß, dass Norris auch nicht von da hinten gestartet ist. Also der, glaube ich, der müsste gelb haben. Die müssen alle nochmal. Ja, die müssen. Die müssen. Aber sie tun es nicht jetzt. Ich kann es mir nicht erklären, warum genau. Aber sie tun es noch nicht jetzt. Ich rutsche schon ein bisschen. Ich rutsche die ganze Zeit. Ja, ja, wegen dem Regen meine ich jetzt. Du rutschst die ganze Zeit wegen deinem Kackfrontflügel. Aber immerhin strahlt mir hier die Sonne nicht mehr so ins Gesicht, damit ich meinen Bremspunkt auch mal erkennen kann. Dieser einen Zickzack. Das stimmt, das ist da richtig eselig. Wenn man da rausfährt. Ja, das ist jetzt nicht mehr so. Weil die Wolken halt da sind. Über den Wolken. Zwei Leute an der Box, aber nicht viele. Das sind zwei Leute, aber nicht viele. Ja, das sind drei, vier in der Stange gewesen. Also die jetzt noch weiterfahren. Ne, zwei fahren noch weiter. Ich werd gerammt! Alter, da sind Teile geflogen, aber nicht meine. Doch, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's. Ich müsste es schaffen, jawohl. Sau knapp. So knapp, ich bin Platz 4 jetzt. Du wurdest gerammt? Ja. Nein. Dominazzi hat versucht, mich zu überholen, aber... Ich war da auf Ideallinie und musste nicht bremsen, aber er... Also, ich bin halt Vollgas gefahren und er ist mit Vollgas mir einfach hinten drauf gefahren. Und jetzt ist er an der Box. Nice. Boah, die Kurve wieder so kacke genommen. Und hinter mir ist jetzt Ricardo, ey. Nicht mehr Albon. Albon? Albon, sorry. Ricardo ist ein bisschen krasser, habe ich so das Gefühl. Also ja, durchaus, so vielleicht. Ist nur so ein Gefühl, ja. Bin so langsam, überrundet mich bestimmt bald. Ja, wahrscheinlich. Also wenn man einen überrunden könnte auf dieser Strecke, dann... Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 16. Oh, das war knapp. Zeitlich gesehen bin ich halt richtig langsam, also ich... 100 Jahre... Ich verstehe trotzdem noch nicht, warum die vor mir nicht an die Box gehen. Weil weiß wenn ich jetzt, auch nicht. Warum waren jetzt wieder zwei und die anderen zwei gehen nicht? Warum? Gehen halt nicht alle gleichzeitig. Ja, aber dann noch eine Runde später oder so, oder zwei. Aber nein, gar nicht. Noch nicht. Okay, er sagte, manche Autos haben jetzt schon zu kämpfen, aber wir sollten noch nicht auf Intermediates wechseln. Ja, unser Auto ist krass. Mercedes Motor, der ist einfach zu gut für Regen. Liegt wahrscheinlich am Motor, oder? Ja. Sicher. Das ist das einzig Gute, was das Auto hat. Ja, ich weiß, aber dass wir mit beim Regen noch nicht wechseln müssen, liegt ja wahrscheinlich nicht am Motor. Ich glaube nicht, dass wir für die Strecke schon Intermediates brauchen. Oh, ich werde überholt.
Okay, er sagt mir gerade, Scheiße, ich soll dranbleiben, weil es hart wird. Aber Intermediate ist noch beschissen. Oh. Scheiße, ich bin tot. Alter, ich sehe, ist das denn. Ich bin einfach geradeaus weitergerutscht, das war wahrscheinlich jetzt der Regen. Ja, nice, wieder so 12 Runden vorher, jetzt werde ich wahrscheinlich gekickt. Scheiße. Ach ja, aber für mich wäre eh nichts drin gewesen. Also doch, vielleicht, wenn du noch gehalten hättest, aber es war... Das letzte Rennen war eigentlich in Monaco richtig gut, bis nur eine dumme Sache und hier sind jetzt so viele Sachen, also weil einfach auch... Ja, ich weiß nicht, so viele Runden Monaco, das macht dann auch irgendwann keinen Spaß mehr, man ist nicht mehr so motiviert. Ja, wobei du bist ja nicht so viele gefahren, ne? Na gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen noch rein. Ja, tschüss. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 17,4 Sekunden. Also wenn er nicht an die Box geht, kriege ich ihn auf jeden Fall nicht in vor mir. Aber was sagt denn die Rennleitung? Rennkommission. Ja. Die Rennkommission. Lol, wer ist da rausgeflogen? Ist Ricardo raus? Tatsächlich. Was hat der denn gemacht? Daniel Ricciardo hat eine Verwarnung gerade bekommen in der 26. Runde. Ja, er steht da. Kollision mit Albon verursacht. Also, es haben übrigens richtig viele eine Zeitstrafe. Echt? George Russell hat eine Zeitstrafe. Albon hat eine Zeitstrafe. Ich wäre fast in die Wand gefahren wegen Daniel Kühert hat eine Zeitstrafe. Ja, Alexander Albon hat noch eine Zeitstrafe. Vettel hat noch eine Zeitstrafe, also hat auch eine Zeitstrafe. Hülkenberg hat eine Zeitstrafe. Echt? Der ist vor mir. Warte, wie viel hat der Hülkenberg? Hülkenberg hat 5 Sekunden. Sebastian Vettel hat insgesamt 10 Sekunden. Der war in der Box. Was? Ich hatte auch eine Zeitstrafe? Hülkenberg war in der Box, ich bin dritter Platz. Hatte ich denn eine Zeitstrafe? Meine Kamera ist hoffentlich noch an, ich kann leider nicht mal das nachschauen. Ja, guck halt nach, du bist ja gerade bei der Rennkommission. Ja, angeblich wegen irgendeiner Kollision, aber... Mit Grosjean hatte ich angeblich eine schwere Kollision, aber... Schwere sogar, was machst du denn? Schwere Kollision mit Grosjean verursacht, 5 Sekunden. Oh, jetzt ist Hülkenberg hinter mir, ey. Warum sind das so gute Fahrer? Wurde mir aber gar nicht angezeigt im Rennen. Und ich hätte eigentlich auch keine schwere Kollision. Ja, war ein Bug. Wobei, war das der stehen geblieben? Nee, der hat die Wand geküsst. Genau, das war so. Der Typ, das war da, wo ich so stehen, ja, wo ich stehen bleiben musste. Der Typ ist in die Wand gefahren, stand dann quer auf der Strecke, keiner kam vorbei, ich musste abbremsen und bin dabei beim Abbremsen quer in ihn reingefahren. Das war die schwere Kollision und alle anderen sind wahrscheinlich dann quer hinter mir und dann immer so weiter reingefahren, weißt du? Krass. Okay, kannst du ein bisschen gucken, was so abgeht? Muss Norris tatsächlich nochmal wechseln? Wer ist ganz vorne? Hamilton, ne? Und der muss nicht mehr, glaube ich. Oder? Ja, nachgucken. Alles mal nachgucken. Mal gucken auch, ob die irgendwann vorhaben, auf Intermediates zu gehen. Also, Norris muss nicht mehr wechseln. Nicht mehr? Nee. Was? Seit wann ist er auf Gelb? Eine Runde. Ah, nee. Hä? Ah, der hat eine Runde Abstand zu Hamilton. Ja, Alter. Der fährt die ganze Zeit schon. Ich wundere mich, warum der nie in die Box geht. Und du, ja, nee. Er ist eine Runde auf Gelb. Nee, der ist 12 Runden auf Gelb. Aber könnte sein, dass er trotzdem nicht in die Box muss. Was? Also vielleicht wechselt er nochmal, aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Er ist 12 Runden jetzt auf Gelb. Er müsste noch 10 Runden. Wären dann 22 ein bisschen viel, aber weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall bist du... Wie viel bin ich auf Weiß? Du bist jetzt auf Weiß 16 Runden. Der fährt niemals 22. Der geht nochmal. Kleines Arschloch. Wie viel Verbrauch hast du auf deinem Reifen? 23. Aber mega wenig. Ja, aber trotzdem, es sind ja weiße Reifen. Ja, aber dann vielleicht hat der dann irgendwie 40 oder so jetzt. Ja, dann geht er ja. Okay, ja. Als ob der noch mit 40 noch 10 Runden fährt oder was? Willst du mich eigentlich pranken? Der Abstand zum Hintermann beträgt 2,3. Also auf jeden Fall hast du irgendwie so eine Minute 20 oder 30 oder so Abstand zu Lewis Hamilton. Ja, das ist ja egal. Der hat alle überrundet schon einmal. Ich habe ja gesagt, dass
dass der mir dann egal ist. Ja. Was schraubst du da jetzt rum, Alter? Oh mein Gott. Die Kurve habe ich so kacke schon wieder genommen. Kann man die denn gut nehmen? Ich meine, ist doch da immer langsam. Ja, aber manchmal komme ich so weit raus, dass ich nochmal extra abbremsen muss. Und ich rutsche schon mega. Die Strecke ist ja nicht mehr gut. Der Tunnel ist noch gut. Ja, das ja. Ah, das ist aber ich werde safe gleich gekickt aus dem Spiel. Dann hab ich das wäre richtig scheiße, dann würde ich so. Nee, ich fände das so geil, nochmal Monaco zu fahren. Boah, ich rutsch mega. Krass. Wahrscheinlich fahre ich jetzt an der Box vorbei. Ja, der ist deaktiviert. Noch hat keiner gewechselt. Also Nico Hülkenberg hinter dir wechselt auf jeden Fall nicht mehr, außer wenn er noch auf grün wechseln muss oder blau. Oh, der Holy hat Crap, zwei Runden als Weißreifen. Ja, ja, das weiß ich, der war ja. Den habe ich ja nur deswegen überholt. Die Reifensituation ist gerade recht riskant. Einfach. Wir glauben, dass die Slicks immer noch schneller sind, aber sie machen. Und es nicht zu Norris und hast du übrigens 20 Sekunden. Oder 19 Sekunden Abstand. Okay, also, ja, geil, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Bitte schau, was die für Reifen haben und ob sie wechseln. Er hat mir nämlich gerade erzählt, die Reifensituation ist gerade extrem schwierig, hat er gesagt. Er denkt, dass die, was ich jetzt habe, noch schnell sind, aber ich muss sie richtig auf fetter Reifentemperatur halten, sonst rutsche ich weg. Die Intermediates liegen bereit, hat er gesagt. Ich kann auch gerne kommen. Okay, stell schon mal vorher ein, die Intermediates. Bei dir. Aber pass auf, dass du dich trotzdem aufs Fahren konzentrierst. Nee, doch ist keiner in der Box. Ich muss so langsam fahren. Ja, aber hinter dir Hülkenberg verliert Abstand. Gerade? Es ist bei 4 Sekunden, ja, du. Ah, jetzt ist er gerade noch ein bisschen rangekommen, jetzt kommt er gerade ein bisschen ran. Er steckt mir eine alternative Strategie vor. Sag schnell! Ich fahr einfach rein. Okay. Was macht Hülkenberg? Der fährt auch. Hülkenberg kommt. Oh, auch. Vielleicht ist das gut, wenn ich jetzt eine Runde früher bin. Bottas kommt nicht. Ja, das ist auf jeden Fall safe, das ist gut für dich. Aber ich musste so abbremsen, weil ich die nicht bestätigen konnte. Hülkenberg hat auch. Kamera starten, genau. Grüne Reifen. Nice. Synchro. Also, das ist sehr, sehr gut für dich. 9 Runden, ich hoff's. Jetzt aufpassen, die sind noch kalt, deine Reifen. Ja, und scheiße, Regenreifen, kacke. Der ist deaktiviert, sehr gut. Also es war perfekt, du hättest nicht besser wechseln können. Ich weiß. Fast rein. Ja, vielleicht 2 Sekunden früher, wenn er es mir vorgeschlagen hätte, hätte ich schon mal draufdrücken können. Ich habe mich sogar verdrückt, ich habe die Kameraperspektive kurzzeitig geändert gehabt. Ich traue mich nicht, so schnell zu fahren jetzt, das ist richtig schwierig. Wir hatten eigentlich die schnellste, ist der die schnellste hat, noch da oder ist er tot? Leclerc, oder? Krass, Vettel ist ja auch tot. Leclerc ist auf Platz 8, ich kann mal schauen, wer die schnellste hat. Letzte Runde hat Leclerc, ja. Okay. Lol, ich dachte gerade schon, das Spiel stürzt, aber ich hatte kurzzeitig keinen Sound mehr. Und einen kleinen Lag. Okay, er sagt, in den nächsten 5 Minuten Starkregen. Lando Norris ist jetzt gerade an der Box. Nice. Und hat auf grün gewechselt, also den bekommst du auch nicht. Bottas ist jetzt auch an der Box. Du sagst, Marcus. Der ist in der Box, der ist schon draußen. Ja, er war, als ich es gesagt habe, war er noch in der Box. Aber Bottas war gerade bei der Ausfahrt. Ja, ja, der war ja, der hattest du ja vorher auch. Ja, ich weiß, ich bekomme meine Plätze wieder zurück. Meine Plätze vor allem. Alter, grün ist so häselig. Die haben ja alle auf grün, ne? Nur Charles Leclerc ist noch nicht auf grün. Was für ein Spaß ist das denn? Er ist noch auf gelb. Es kann nämlich sein, dass wir gleich auf gelb blau. Gelb eine Runde. Kann sein, dass wir, glaube ich, nochmal auf blau müssen. Er ist, als du auf grün gewechselt ist, ungefähr ist der auf gelb gewechselt, also der hat richtig Zeit dadurch verloren und was wechselt jetzt gerade auf grün. Ja, der wird nicht in die Punkte kommen, ne? Dann hat er seine schnellste für den Arsch. Ja, ist jetzt raus aus den Punkten. Ja, ist seine schnellste für den Arsch.
Komm, ich will einfach nur Platz 3 safe nach Hause bringen. Wenn ich jetzt rausfliege, na, dann spiele nie wieder F1. Die Frage ist, das wäre so lustig, wenn wir jetzt nochmal auf Blau wechseln müssen. Weil er hat gesagt, es kommt ja bald Starkregen. Sag mir mal, ob ich Zeit verliere zu Hülkenberg oder gewinne. Du gewinnst gerade Zeit. Immer noch? Ist gerade, verlierst du wieder ein bisschen? Im dritten Sektor verlierst du immer ein bisschen, im zweiten Sektor holst du auf. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 17,2 Sekunden. Du bist gerade bei 5 Sekunden. Ja, weil ich auf der Geraden so abgepaced bin. Jetzt 5,2. Jetzt 5,5. Jetzt 5,7. Wow. Kein Scheiß. 6,0. Erst noch 5,6. Ja, ich hatte einen kleinen Fehler. Also insgesamt gewinnst du Zeit, würde ich sagen. Okay. Auf jeden Fall. Jetzt? 5,9. Okay. Okay. Ich sag dir, wenn er rankommt. Reduziere den ERS-Einsatz, wir müssen die Batterie laden. Alter, Regen ist so scheiße. Ich hasse es. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 6,5 Sekunden. Aber nach vorne gewinne ich auch nicht mega, ne? Wahrscheinlich gar nee. Nicht. Nee, gar nicht. Wow. Was war das für ein Fail? Da ist nichts passiert, ausnahmsweise. Sonst habe ich dann immer direkt Frontflügel kaputt. Alter, wie ich rutsch. Oh mein Gott. Das war nicht gut. Ich weiß, die Bedingungen sehen fürchterlich aus, aber das Wasser läuft ganz gut ab. Ich finde, wir sollten noch... Oh ja, der Regen ist ja schon deutlich stärker. Ja, er sagt mir auch gerade, die Bedingungen werden immer härter, aber er hat gesagt, wir sollten noch bleiben, das Wasser läuft gut ab. Junge, ich sehe fast nichts mehr. Krass, der Regen, der hat, glaube ich, noch krassere Effekte als sonst. Wenn einer vor dir fährt, dann sowieso nicht. Ja, das hatte ich auch in Australien, glaube ich, mal. Oder irgendwann relativ am Anfang, da du siehst nichts mehr. Jetzt geht's ja noch, aber wenn du schnell fährst. ERS-Einsatz und verbrenn ein bisschen Energie. Vergrößerst die Lücke zu deinem Hintermann um etwa eine Sekunde pro Runde. Bitte, Spiel, stürzt einfach nicht ab. Platz 3 hätte ich vorhin auch erreichen können. Jetzt bin ich Platz 3. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Lass es doch einfach so bleiben, Spiel. Der Gaming-Gott muss mir helfen. Die schnellste Runde von Hamilton ist eine Sekunde schneller als deine. Ah, ist mir egal. Lol, wer ist da vor mir? Ist das, keine Ahnung. Ist das Norris? Nee, ist es nicht, okay. Ich
dachte schon, als ob ich jetzt so viel aufgeholt hätte. Nee, Norris ist 15 Sekunden. Nee, hab trotzdem aufgeholt. Es waren vorhin 17. Aber ich habe jetzt ein Auto hier gesehen, deswegen habe ich gedacht, what? Aber es ist irgendwie anders. Keine Ahnung, das ist dieses andere Team, dunkelrot. Ich weiß andere nicht. Team. Ich weiß nicht, was für ein Team das ist. Da wo Leclerc Alfa letztes Romeo. Jahr gefahren ist, kann sein. Wo Raikön dieses Jahr fährt, keine Ahnung, was das für ein Team ist. Ja, das ist Alfa Romeo. Du hast Antonio Giovinazzi, glaube ich, gesehen. Ja, das kann sein. Er schlägt mir gerade vor, ich soll blau wechseln. Schau mal, ob die vorne wechseln. Du bist ja in der 38. Runde und Hamilton fährt ja gleich übers Ziel. In der 36. Also, du bist 36. Ah! Okay, Hamilton ist aber in der 38. Also, der fährt ja, der ist eine ja Runde. Schon übers Ziel. Ja, er sagt, der ist jetzt. Ja, aber er hat es mir gerade vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, weiterzufahren. Ich mach's einfach, ich fahr einfach weiter. Ja, ja, weiterfahren, fahr weiter. Ja. Fahr. Ja, nicht wechseln, gar kein Verwechseln. Nee. Nee, ich dachte nur, wenn vielleicht andere auch wechseln, dass ich dann doch eher auf safe gehe. Ja, das solltest du dann erst in der Runde danach, wenn überhaupt. Aber es geht keiner an die Box. Etwa zwei Runden kommen wir. Damit hättest du dir ja gerade alles kaputt gemacht. Ja, deswegen frage ich dich ja. Ja, fahr einfach langsam, du hast ja nichts nach vorne. Ich weiß. Alles cool. Wie viel habe ich nach hinten? 8,3. Ja, dann ist. Kann ich mir echt Zeit lassen. Also so wie es halt geht, Junge, es ist so krass der Regen. Es ist mega krass. Es wird noch stärker, habe ich das Gefühl. Wie kann das noch stärker werden? Wie? So. Rennen ist. Also, du kommst gleich in deine letzte Runde. Ja. Nach der Runde ist die letzte. Ja, ja. Hamilton ist also gerade übers Ziel gefahren. Für die ganzen Fans, die ja auch Regenschirme haben, Alter. Echt jetzt? Ja. Das ist ja cool. Das sind so kleine Details, die das Spiel dann doch cool machen. Nee, das Spiel ist scheiße. Ja. LOL. Leicht gelber links. Links ist sowieso scheiße. So, wir haben uns den Schaden angesehen und denken, dass du weiterfahren kannst. Das kostet uns zwar etwas Zeit, aber das Rennen ist ja fast vorbei. Er sagt, er denkt, wir können weiterfahren. Ja, alles gut. Den Zeitverlust nehme ich, denke ich, in Kauf. So krass. Die anderen fahren ja auch nicht mehr so schnell. Also. Ja, eben, so krass werden die nicht aufholen. Also Hamilton ist jetzt seine letzte, ne? Ja. Okay. Ja, ich schalte mal jetzt Hamilton. Oh, der fährt hinter einem anderen hinterher. Und hat ihn jetzt überholt und... Geht direkt. Biegt gleich auf Startziel ein. Ja. Jetzt. Okay, geh sanfter mit dem Wagen. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Und Hamilton hat Monaco gewonnen. Ja, die Taktik war aber gar nicht schlecht. Krass, dass Norris hier Zweiter ist. Das finde ich echt heftig. Aber die Taktik mit einem Stop und so war gar nicht so kacke. Also hat eigentlich ganz gut funktioniert. Was fahre ich jetzt?
langsam und schön zu Ende, hoffe ich doch. Jetzt rausfliege, ne? Internetabbruch. Ja, es kann passieren. Also so langsam darf ich doch nicht fahren. Leute, Podium auf Monaco. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. 0,0 Benzin. Und es ist vollbracht. Oh, ist das anstrengend. Vor allem zum zweiten Mal gefahren. Ja, 0,0 Benzin hättest du ja minus 1 Benzin sogar haben dürfen. Ich weiß. So ein Kack. Alter, Norris, was ist denn mit dem? Der Leclerc-Rennanzug sieht doch scheiße aus. Ja. Blau und der Orange, McLaren. Die schlechteste Kombi, die es McLaren gibt. McLaren-Ding, das sieht so kacke aus, wirklich. Das sieht unserer noch besser aus. Ja. Deutlich. Okay, Leute. Ich bin absolut fertig. Wir schauen aber trotzdem nochmal auf die Liste, weil ich habe ja jetzt wieder ein paar Punkte bekommen. Ich weiß gar nicht, wie viele habe ich immer weggedrückt. Wir schauen mal kurz auf die Rangliste. Lewis Hamilton jetzt mit 93 Punkten. Krass, der Leclerc jetzt nur auf Platz 4. Mhm. Heftig. Boah, okay. Also hier tut sich ein bisschen mehr. Der Schwierigkeitsgrad ist, finde ich, auch gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, also wir sind nicht so das dominierende Team, was ja auch realistisch ist. Konstrukteur sind wir Platz 4, was auch gut ist. Halt die drei Großen vor uns und sonst sind wir der Bestimmer. Und nur Bottas startet irgendwie noch nicht so durch. Bottas ist nicht so mega, naja, aber ist auch nicht schlecht. Ich habe jetzt 44, du hast 26. Ist noch einiges zu tun, würde ich sagen. Das gehen wir bald an bei Kanada. Unbedingt vorbeischauen. Lasst mir da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao.